Wenn man 2021 mit einem Fantasy-Pen-and-Paper-Rollenspiel anfangen will, werden einem in den meisten Fällen zwei Optionen angeboten. Dungeons & Dragons 5 oder das Schwarze Auge 5. Wir wollen in diesem Video mal herausarbeiten, was die beiden auf den ersten Blick ähnlichen Spiele voneinander unterscheidet und welches sich für welche Spielvorlieben besser eignet. Das Ganze ist eine Art Zusammenfassung eines langen Talks, den wir hier auf dem Kanal mit den Machern von DSA und Übersetzern von D&D hatten. Ihr findet den Link dazu in der Videobeschreibung. Und natürlich geht es hier nicht darum, welches Spiel besser ist als das andere. Beide haben ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen, die man vor dem Losspielen kennen sollte. Den Vorurteilen zufolge ist D&D ein schlichtes Spiel, in dem es nur ums Kämpfen geht, und DSA ist eine überkomplexe Mittelalter-Simulation, die keine Freiheiten zulässt. Versuchen wir mal, mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. D&D ist das älteste Rollenspiel der Welt und wurde in den 70ern entwickelt. Die Kernmechanismen sind seither die gleichen geblieben. DSA wurde 10 Jahre später gezielt als Konkurrenz für den deutschen Markt designt und schlägt zwar in die gleiche Kerbe und nutzt 20-seitige Würfel, sogenannte W20, für Kernmechanismen, aber diese Mechanismen an sich sind bewusst ganz anders, um einer Klage durch die D&D-Macher zu entgehen. Denn die Erfinder von DSA waren damals auch die Übersetzer von D&D. Die Chefs der Verlage Schmidt-Spiele und Drömer-Knau brachten DSA 1984 mit aller Macht in die Spielwarenläden, mit dem erklärten Ziel, D&D vom Markt zu fegen. Ob es dabei vor allem um einen Schwanzvergleich alter Herren ging, lassen wir hier mal offen, aber alle Details zu dieser Geschichte seht ihr in unserer DSA-Doku Hinter der Maske des Meisters, ebenfalls unten verlinkt. In der Folge dominierte DSA hierzulande lange die Rollenspielszene und machte Deutschland damit zu einer Ausnahmeregion. Zur Jahrtausendwende erlebte D&D einen neuen Hype. Dank Baldur's Gate, der dritten Edition von D&D, vielleicht sogar dank des Kinofilms und der Open Gaming License, die es anderen Spielen erlaubte, die Kernmechanismen zu nutzen, was den sogenannten D20-Boom auslöste. D&D verlor mit der 4. Edition allgemein an Popularität, in Deutschland erschienen hierzu nur wenige Bücher. Deutlich erfolgreicher zu dieser Zeit war das Spiel Pathfinder, das aus der Regeledition D&D 3.5 hervorging, diese Regeln weiterentwickelte und sie mit einer eigenen Spielwelt verknüpfte. Pathfinder gelang es zwischendurch, D&D international den Rang abzulaufen. 2014 bzw. 2015 erschien jeweils die 5. Edition von D&D und von DSA. Das sind die Versionen, über die wir hier im Besonderen sprechen wollen. Vieles, was in diesem Video angesprochen wird, ist aber auch auf alle Editionen anwendbar. Laut Umfragen auf Social Media sieht es so aus, dass 60% unserer Zuschauer DSA spielen oder gespielt haben. Bei 50% trifft das für D&D zu. 30% spielen dabei beides. In der größten DSA-Gruppe auf Facebook spielt ein Drittel der Befragten auch aktiv D&D, ein Drittel hat es noch nie gespielt und ein Drittel hat es probiert und mochte es nicht. Bei den D&D-Spielern ist DSA weniger verbreitet. Die meisten kennen DSA zwar, mehr als ein Drittel hat es auch schon mal gespielt, aber die wenigsten spielen es noch aktiv. Dabei schwangen in Antworten durchaus auch gewisse Vorurteile der Exklusivspieler gegenüber den Anhängern des anderen Spiels mit. D&D-Spieler seien eher simpel. DSA-Spieler mit der trockenen Biederkeit von Schrebergarten-Vereinsleitern gesegnet. Als Alles-Spieler teilen wir diese negativen Einstellungen nicht, aber sie begegnen einem im Diskurs immer wieder. Für beide Spiele gibt es Einsteigerboxen. Das Starter-Set für D&D nimmt komplette Neulinge jedoch nicht wirklich an die Hand. Es liefert eine Regelübersicht, vorgefertigte Charaktere, Würfel und ein Einsteigerabenteuer. Aber es erklärt das Konzept Rollenspiel nicht wirklich. Ergänzt wird es um das Essentials Kit, das Regeln zur Charaktererschaffung, viele nützliche Spielhilfen und eine Fortsetzung des Abenteuers liefert. Und eigentlich das bessere Einsteigerset ist, aber leider nicht auf Deutsch erschienen ist. Für DSA 5 gibt es die Box Das Geheimnis des Drachenritters, die einen ganz anderen Weg geht und vorgefertigte Charaktere mit speziellen Charakterbögen liefert, in denen die Regeln ganz genau erklärt werden. Jeder Spieler soll sich einen Helden aussuchen und bekommt dann auch direkt ein Solo-Abenteuer in die Hand gedrückt, das simpel ist, aber Weltfiguren und Regeln schnell erklärt. Die Abenteuer und das abgespeckte Hintergrundbuch sind ebenfalls so aufgebaut, dass sie neue Spielleiterinnen und, wie es bei DSA heißt, Meister oder Meisterinnen
einen bei jedem Schritt an die Hand nehmen. Weiterhin liegen der Box Würfel, Token und Spielpläne bei, um die Kämpfe darzustellen. Aufgebaut ist das pädagogisch vorbildlich, allerdings kann die Regelmenge, die man hier als Neuling in fast voller Stärke entgegengeschleudert bekommt, leicht abschrecken und die ersten Abenteuer sind auch nicht besonders episch. Da geht es darum, entlaufene Ziegen zu finden oder Vasen aus Kellern zu holen, während bei D&D direkt zu Beginn gefährliche Minen erkundet werden und Goblins bekämpft werden dürfen. Auch bei DSA gibt's eine Erweiterung zur Einsteigerbox, die allerdings vor allem mehr vom Gleichen bietet und etwas überteuert ist. Unabhängig von der Qualität der Einsteigerboxen, die beide gut, aber nicht perfekt sind, eignet sich D&D unterm Strich eher für einen schnellen Einstieg ins Hobby. Die Regeln sind deutlich simpler und man muss nicht viel über die Spielwelten wissen, um loszulegen. D&D bietet mehr Freiheiten, das heißt aber auch, dass es mehr Eigeninitiative von Spielleitung und SpielerInnen erfordert. Bevor wir darauf näher eingehen, reden wir aber zunächst über Regeln und Welten beider Spiele. Die D&D-Regeln beruhen auf einem Wurf mit dem W20. Wenn ein Gegner angegriffen werden oder eine Herausforderung gemeistert werden soll, wie das Überklettern einer Mauer, wirft man einen 20-seitigen Würfel und addiert passende Boni vom Charakterbogen dazu. Damit muss eine bestimmte Schwelle erreicht werden, die die Spielleitung festlegt oder die in Monsterwertekästen zu finden ist. Dieser Goblin hat zum Beispiel eine Rüstungsklasse von 15. Um ihn zu treffen, muss ein Charakter also mindestens eine 15 erreichen. Die Boni, in diesem Fall der Stärkebonus, der für den Angriff auf den W20 draufgerechnet wird, werden durch die Attribute des Charakters bestimmt. Grundsätzlich will man hochwürfeln und eine 20 ist immer super. Bei DSA ist es genau andersherum und eine 20 ist immer schlecht. Hier gibt es keine Schwellen, die die SL festlegt, sondern die Spieler und Spielerinnen würfeln Proben direkt auf ihre Werte. Wenn sie ihre Klugheit testen sollen, wird zum Beispiel mit einem W20 gewürfelt und das Ergebnis muss kleiner sein als der Wert im Attribut Klugheit. Wichtiger sind aber Talentsproben. D&D-Charaktere haben eine überschaubare Anzahl Talente bzw. Fertigkeiten, die in ihre Boni in bestimmten Situationen einfließen. DSA-Helden haben aber viel, viel, viel mehr davon. Und wenn eine Talentprobe gewürfelt wird, setzt sie sich aus drei Würfen auf drei Attribute zusammen. Für das Klettern muss zum Beispiel eine Probe auf Mut, Gewandtheit und Körperkraft gewürfelt werden. Alle drei Teilproben müssen gelingen und die Punkte im Talent werden genutzt, um auszugleichen, wenn der Wurf einzuholen. Hohes Ergebnis erreicht. Bei D&D ist nur ein Wurf nötig. Ausnahme von diesem Konzept ist bei DSA der Kampf. Hierfür wird auf einen Attackewert gewürfelt, der sich aus anderen Werten errechnet. Im Gegensatz zu D&D wird bei DSA auch aktiv verteidigt. Das heißt, es wird auch auf einen Paradewert gewürfelt und so kann ein eigentlich gelungener Treffer vom Gegner noch abgewehrt werden. Unterm Strich heißt das, bei DSA wird bei solchen Herausforderungen viel mehr gewürfelt, Kämpfe dauern deutlich länger, der Kampf wird aber von vielen auch als realistischer empfunden. Die sogenannte 3W20-Probe spaltet seit Jahrzehnten die Fanszene. Manche lieben sie, weil sie Spannung und Interpretationsspielraum ins Spiel bringt, andere hassen sie, weil sie Zeit braucht und die Chancen schwer vorherzusehen sind. Beide Mechanismen sind aber im Grunde schnell zu erlernen. Es hat sich nur gezeigt, dass die eine davon schwer zu fassen ist, wenn man mit der anderen aufgewachsen ist. Schneller und einsteigerfreundlicher, aber auch entspannter ist hier ohne Frage D&D. Ein Kernproblem von DSA durch alle Editionen ist, dass die Figuren eher schwach anfangen und in vielerlei Hinsicht auch im späteren Heldenleben noch viel Potenzial zum Scheitern haben. Es sind realistischere Charaktere. Ein Kernproblem von D&D ist, dass die Helden zwar schwach anfangen, aber nach ein paar Stufen wahnsinnig schnell zu Superhelden werden und die SL oft Mühe hat, ihnen noch Herausforderungen entgegenzustellen. Die Regeln von D&D sind auf Schnelligkeit und Epik ausgelegt. Im Vergleich ist DSA eher eine Fantasy-Mittelalter-Simulation, in der die Spieler über jede Kleinigkeit ihres Charakters mit Werten bestimmen können, auch wie gut er oder sie töpfern kann oder wie gut die Figur im Bett ist. Mehr dazu, wenn wir über die Welt reden. D&D 5 hat sich bewusst entschieden, kein so komplexes, simulationistisches System zu sein. Die Charakterentwicklung ist relativ begrenzt und die Figuren können nicht so wahnsinnig detailliert individualisiert werden wie bei DSA. Der Grund dafür ist vermutlich Pathfinder. Der eigentliche große internationale Konkurrent, der aus D&D 3.5 gewachsen ist. Pathfinder legt den Schwerpunkt weniger auf das Rollenspiel und mehr auf das Gameplay, also auf Dungeon Crawls und Monstermetzeln. Und damit es langfristig Spaß macht, liefert es eine schier unendliche Menge an Optionen für die Charaktere und wie man sie im Kampf einsetzen kann.
D&D 5 sollte sich davon deutlich unterscheiden und ging den Weg des simplen, schnellen Systems, mit dem sich aber entgegen des großen Vorurteils mehr anstellen lässt als eine Dungeon-Schlachtplatte. Und damit kommen wir zur Welt. DSA besitzt genau eine Spielwelt, die Welt Dere, auf der es zwar mehrere Kontinente gibt, wobei aber 95% der Geschichten auf dem Kontinent Aventurien spielen. Aventurien ist als realistische Low-Fantasy-Welt angelegt, die sehr detailliert beschrieben ist. Für die wichtigen Städte gibt es Spielhilfen mit Karten, in denen jeder Laden, jeder Tempel und jede Kneipe genau verortet und beschrieben ist. Die Geschichtsschreibung ist über Jahrtausende genau festgelegt, ebenso das politische System, die Kultur, die Wirtschaft und so gut wie alles andere. Das Vorurteil: Aventurien bietet dann keinen Platz mehr für selbst erschaffene Orte. Das stimmt aber nicht ganz, die Welt ist längst nicht lückenlos beschrieben. Vor allem fühlt sie sich durch den europäischen Blickwinkel authentischer an, inklusive realistischer Städte und Burgen und richtig blöder Namen für NSCs. Die Welt von DSA ist eine lebendige und ihre Geschichte wird seit 1984 beständig weitergeschrieben. Regelmäßig erscheint der aventurische Bote, der darüber berichtet, wie ein Krieg ausging oder welcher Herrscher umgebracht wurde. In den offiziellen Abenteuern können die Spielerinnen daran teilhaben, aber da die Geschichte vorgeschrieben ist, können sie den größeren Ausgang des Plots oft nicht mitbestimmen. Das hat DSA-Abenteuern den Ruf eingebracht, Romane zum Nachspielen zu sein, bei denen die Handlungen der Spielercharaktere keinen Impact haben. Und tatsächlich ist das ein großes Problem für die Autoren, auf ein festes Ende hinauszuarbeiten und den Spielern trotzdem Freiheiten zu geben. Natürlich wird keine Gruppe gezwungen, die Abenteuer genau so zu spielen, wie sie verfasst sind, aber wenn es der Gruppe wichtig ist, im kanonischen Aventurien zu spielen und dessen Geschichte nachzuerleben, ist es eben blöd, wenn direkt im ersten Abenteuer einer Kampagne ein NSC hops geht, dessen Fehlen alle nachfolgenden Geschichten nicht mehr wie vorgesehen spielbar macht. Natürlich kann man hier immer improvisieren, aber am Ende ist die größte Stärke von DSA, eine lebendige Welt, in der sich Veteranen immer wieder sofort zu Hause fühlen, auch seine größte Schwäche, da diese Welt oft als Korsett empfunden wird. DSA ist eine Daily Soap, die sich immer weiter schreibt, und das erlaubt eine verschworene Community. DSA-Spieler, die sich gerade kennengelernt haben, haben immer sofort eine Gesprächsbasis. D&D macht das ganz anders. Realistisch ist hier schon mal gar nichts. Und auch wenn viele Spielwelten einen Mittelalter-Touch haben, haben die wenigsten Autoren ein Gespür fürs Mittelalter, sondern streuen immer wieder, vielleicht unbewusst, Wild-West-Motive in ihre Settings ein. Es gibt für D&D nicht ein Setting, sondern eine Vielzahl, die aber alle durch ein Multiversumskonzept miteinander verbunden sind. Es ist für Spielercharaktere möglich, dieses Multiversum zu bereisen, verschiedene Planeten zu besuchen und am Ende des Tages wieder zu Hause in die eigene Fantasyburg zurückzukehren. Magie ist ein viel mächtigeres Instrument als bei DSA, auch wenn sie oft nicht konsequent in den Alltag der Welten integriert ist. Und die Menge an intelligenten Spezies und schrägen Monstern ist überwältigend. Mit Ausnahme der Welt Eberron ergeben die wenigsten Welten Sinn, wenn man zu lange darüber nachdenkt. Sie sind alle um das Spiel herum gebaut worden. Das heißt, Orte, die für den Plot oder die Wünsche der Spieler nicht wichtig sind, braucht es meistens auch nicht. Dazu kommen universelle Herr-der-Ringe-Klischees. In früheren Editionen wurde für Elfen aller Spielwelten gesetzt, dass sie an ihrem Lebensende zu Inseln im Westen reisen. Und der erste Roman über den Dunkelelfen Drizzt war im Grunde der Hobbit mit anderen Charakteren. Die beliebteste D&D-Welt ist wohl Faerûn oder die Vergessenen Reiche. Hier spielen auch die meisten PC-Spiele. Faerûn ist die Welt, die Aventurien am ähnlichsten ist. Beide beherbergen einen Flickenteppich von Kulturen, die den irdischen sehr ähnlich sind, und befinden sich in einem Fantasy-Mittelalter. Im Grunde hat Faerûn ebenfalls eine lebendige Geschichte wie Aventurien. In Romanen und mit Editionswechseln wird sie weitergeschrieben. Zwischen Edition 3 und 4 gab es zum Beispiel einen Kataklysmus und einen Zeitsprung. Dieser Metaplot ist aber viel, viel schwächer ausgeprägt als bei DSA und SpielleiterInnen werden immer dazu angehalten, ihn im Zweifel zu ignorieren, da er sowieso innerhalb einer Edition nicht wichtig ist. Die Spielleitung und die Gruppe haben also absolute Freiheit darüber, wie ein Abenteuer ausgeht und was darin passiert. Und das ist es, was D&D 5 seinen Vorgängerversionen voraus hat. Die Abenteuermodule fördern die Freiheit am Spieltisch. Zwar sind sie im Grunde immer noch voll von Dungeon Crawls und Kämpfen, aber die allermeisten bieten noch weit mehr als das und lassen sich für so gut wie jeden Spielstil anpassen. In unserer Rime of the Frostmaiden Runde hat es 6 Stunden gedauert, bis wir zum ersten Mal gekämpft haben. Die Beschreibungen sind mit dieser Edition dichter und lebendiger geworden und die Abenteuer offener. Sie lesen sich eher wie Steinbrüche, Sandkästen voller Ideen, aus denen jede Gruppe sich das herauspickt, was ihr gefällt.
Die Welt und die Abenteuer gehören der Community. Bei DSA ist das natürlich auch so. Jedes Abenteuer in jedem System ist immer nur eine Ideenfundgrube und keine Anleitung. Die wenigsten Autoren sind Hellseher, die wissen, wie sich die Spieler am Tisch verhalten werden, und Monsterwerte sind oft nur geraten, dürfen also auch angepasst werden. Es ist kein Verbrechen, Dinge anders zu machen, als sie im Abenteuer stehen. Die Autoren hoffen sogar darauf. Bei DSA-SpielerInnen mag über Jahre hinweg ein anderer Eindruck entstanden sein, weil die frühen Bücher von Pädagogen geschrieben wurden, die ihre Spieler auch erziehen wollten und von vornherein Wege als falsch gekennzeichnet haben. Vermutlich kam hier die Wandlung etwas zu spät. Am Ende ist natürlich auch die Frage, was mache ich in diesen Spielen? Wie löse ich die Probleme? Bei D&D bleibt das mechanisch. Nach wie vor läuft alles am Ende auf einen Bosskampf hinaus und die Charaktere sollten bis dahin so mächtig sein, dass sie den Gegner über die Gameplay-Mechanismen des Kampfes besiegen können. Das kann man natürlich auch immer anders machen, aber so sehen es die Abenteuer vor. Bei DSA ergeben sich die Lösungen eher aus dem Rollenspiel. Finden die Charaktere die Wahrheit über ein uraltes Relikt heraus, das ihnen hilft, auch wenn der Gegner übermächtig ist? Lösen sie ein Rätsel oder überzeugen sie alte Feinde, ihnen beizustehen? Vieles davon lässt sich ganz ohne Würfel machen. DSA 5 hat sich hier jedoch wieder in eine mechanischere Richtung entwickelt als die Vorgängerversion und sich viel von Pathfinder geliehen. Das heißt, alles, was in einem solchen Abenteuer passieren kann, wird genau verriegelt und über Proben gelöst. Das macht DSA 5 Game mystischer, fördert aber unserer Meinung nach nicht das Rollenspiel. In 7 Jahren sind für D&D 5 nur um die 20 Bücher erschienen. Die meisten sind 300 Seitenwälzer im Hardcover für 50 Euro und bei den meisten handelt es sich um Kampagnen. Wenn ein D&D-Buch erscheint, ist das immer ein Event und jedes Abenteuer ist dazu ausgelegt, auf Monate oder sogar Jahre gespielt zu werden. Wirklich unbedingt brauchen tut man zum Spielen nur das Spielerhandbuch, wobei Monsterhandbuch und Spielleiterhandbuch dann aber alles abdecken. Spätere Bücher wie Tasha's Cauldron liefern einfach mehr Optionen für die Spieler. In 6 Jahren ist für DSA 5 einiges mehr an Büchern erschienen. Fast jeden Monat gibt es ein neues Produkt. Die meisten Hardcover-Bände sind Regelwerke, aber es sind auch 6 Setting-Bände erschienen. Abenteuer kommen in Form von Softcovern mit 48 bis 68 Seiten für 12 bis 15 Euro. Inzwischen sind es Dutzende. Den Großteil des DSA 5-Katalogs machen aber die Regeln aus. Es gibt allein 3 Bände, um magische Helden zu spielen. Diverse Bestiarien, Dämonenbände, Herbarien, Kompendien und weitere Regeln sind auf die anderen Bände verteilt. Kurz, es ist sehr viel und es fällt schwer zu sagen, was ihr davon wirklich braucht. Mit dem Grundregelwerk lässt sich problemlos spielen, aber es deckt eben längst nicht alle Optionen ab, die man von DSA nach anderen Editionen erwartet. Wer die Regeln vollständig haben will, ist für die Hardcover-Bände schnell 500 Euro los, wobei es auch PDFs, ein gratis Regelwiki und Taschenbuchversionen gibt. Und die Frage bleibt am Ende, was davon braucht man wirklich, um seine Figur zu spielen? PDFs und Taschenbücher gibt es für Dungeons & Dragons 5 übrigens nicht. Hier wird der Dienst D&D Beyond genutzt, indem man sich modular seine Klassen und Optionen zusammenkaufen muss und nur sehr grundlegende Inhalte frei sind. Und natürlich sind auch die Bücher der vorigen Edition noch irgendwo da draußen. Während bei D&D 5 vieles von den alten Sachen aufgearbeitet wird, darunter auch Abenteuerklassiker, gibt es bei DSA nur selten Remakes von alten Abenteuern und jeder neue Settingband ist ein Update, das die alte Version überschreibt. Dennoch lohnt es sich für Neugierige, nach DSA 4 Hintergrundbänden Ausschau zu halten, wenn die neuen Versionen nicht vorliegen. Und wer die ganze aventurische Geschichte nachspielen will, muss sich ohnehin die alten Sachen aus den 90ern holen. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video einen Einblick oder eine Entscheidungshilfe geben. Natürlich gibt es nicht nur diese beiden Systeme, sondern inzwischen Hunderte oder Tausende, die ihr spielen könnt. Für mehr Einblicke in die wichtigsten Spiele und einige Indie-Perlen werft einen Blick in die verlinkten Playlists.